Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist raus aus der WM. Macht nichts, wir bleiben weiter mittendrin hier mit der Wettbasis und mit unseren Specials. Heute die ersten Achtelfinals, die wir beleuchten. Und wenn euch die Inhalte gefallen, freuen wir uns über ein Abo. Und ihr könnt euch auch freuen über ein Trikot, was ihr gewinnen könnt bei unserer Tombola auf Instagram, wettbasis-de. Die Seite liken, den Post liken, an zwei Freunde taggen und das Ganze in der eigenen Story posten. Und wir machen heute weiter mit der kompletten Viererbande. Neben mir Guido, der Weltmeister Buchwald. Hallo Guido. Hallo. Aus der Sonne Kapstadt zurück in die Sonne von Fürth, Julia Simic. Hallo Julia. Guten Morgen. Und wir haben natürlich Marcello, der hat immer den Sonnenschein um seinen Kopf. Aus dem schneidenden Mittelhessen, auch von mir, hallo. Also, dann schauen wir uns doch gleich mal den Turnierbaum an. Die Achtelfinalspiele, die wir heute beleuchten, lauten dann Niederlande gegen die USA. Dann haben wir Argentinien gegen Australien, Frankreich gegen Polen und England gegen den Senegal. So, und damit wir gleich reingehen in dieses Thema, brauchen wir Marcello. Was hast du da auf der Pfanne? Ja, vielleicht erst nochmal der Verweis. Wir gehen heute natürlich die ersten vier Achtelfinalbegegnungen durch, vom Samstag und von Sonntag. Die übrigen vier Achtelfinalpartien vom Montag und vom Dienstag werden wir dann in einem separaten Video nochmal ausführlich thematisieren. Und ich habe natürlich für die vier Mannschaften, für die vier Top-Favoriten von heute, ja, also die wir heute behandeln werden, habe ich mal die Weltmeisterquoten rausgesucht, denn wir haben zum einen Argentinien wird Weltmeister, also Julias Top-Tipp nach wie vor, dass Argentinien Weltmeister wird, da haben wir eine 6,0, dann haben wir für Frankreich eine 6,50, das sind momentan von den Mannschaften, die zumindest am Samstag und Sonntag spielen, die beiden absoluten Top-Favoriten. Und dann haben wir Holland, ja, wird Weltmeister, mein Tipp, mittlerweile bei einer Quote von 21,0. Ja, das heißt, die Quote ist sogar ein bisschen nach oben gegangen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Holland bislang nicht wirklich überzeugen konnte, fußballerisch. Und wir haben England, wird Weltmeister, zu einer Quote von 10,0. Das vielleicht erstmal zum Start in die heutige Sendung. Und ja, Carsten, dann lass uns doch anfangen mit Holland gegen USA. Das tun wir und da wird Holland vermutlich wieder anfangen ohne Matthijs de Ligt, denn der spielt offensichtlich jetzt keine Rolle mehr bei Van Gaal. Ja, Holland, dein WM-Favorit, Marcello, durchwachsen gestartet. Erfolgreich, ja, in einer Gruppe, die natürlich auch überschaubar war, speziell mit dem Gastgeberland Katar. Guido, du weißt, Marcello sieht Holland nach wie vor, sieht die Niederlande als Favorit. Niederlande, ja. Hast du auch die gleiche Meinung? Nee, also mich haben die Niederländer bis jetzt nicht überzeugt, auch wenn sie weitergekommen sind. Allerdings haben sie natürlich auch eine Qualität, um sehr weit zu kommen. Aber und haben mich natürlich auch mit der USA jetzt einen Gegner, den sie absolut schlagen können und aus meiner Sicht auch werden. Aber die Niederlande, um ganz oben zu sein, um Weltmeister zu werden, da sehe ich die Niederlande nicht. Marcello, kurz und knackig, wer ist Favorit bei diesem Spiel? Ja, laut Buchmacher natürlich die Holländer, die als Favorit in diese Partie gehen. Wir haben als Doppelquote einmal Holland kommt weiter, eine 1,44 momentan. Dass die USA weiterkommt, da gibt es eine 2,75, das heißt eine relativ klare Ausgangslage, aber lang nicht so klar wie beispielsweise bei Frankreich, Polen oder auch bei Argentinien, Australien. Das heißt, die Buchmacher trauen den US-Amerikanern durchaus was zu, aber ich hoffe und glaube natürlich auch, dass Holland hier durchgeht. Guido, du weißt, der Kollege ist Niederlande-affin, auch wenn er immer Holland sagt. Schaffen die das? Ja, ich glaube auch, dass die Niederlande absolut Favorit sind für das Achtelfinale und das Spiel auch gewinnen werden. Allerdings werden sie danach, glaube ich, nicht allzu weit kommen. Die haben mich in der Vorrunde nicht überzeugt, also in der Gruppenphase. Und sie haben einfach nicht die außergewöhnliche Qualität da drin, um eigentlich sehr weit zu kommen. Aber für die USA wird es reichen und da bin ich absolut überzeugt davon, dass die Niederlande gewinnen werden, auch weil die USA doch auch für mich zwar überraschend ist, so weit gekommen ist, aber doch auch nicht die ganz große Qualität hat.
Julia, ist die USA ein Stolperstein? Welche Argumente haben wir? Oder bist du da auch anderer Meinung? Ja, ich glaube, die USA ist immer eine, egal ob im Frauen- oder im Männerfußball, immer eine Mannschaft mit viel Mentalität. Amerikaner sind tendenziell eher immer selbstbewusst und glauben immer ans ganz Große, an den ganz großen Coup und an den ganz großen Traum. Ich glaube, das ist auch wieder ihr Vorteil, den sie auch bisher im Turnier einfach ja, gut durchgekommen sind, haben sehr politisch aufgeladenes Spiel zuletzt gegen den Iran auch gewonnen, haben die Aufgabe gut gemeistert, haben tolle Spieler natürlich auch, allen voran Pulisic, der jetzt natürlich noch fraglich ist für das Spiel, musste, glaube ich, nach dem Spiel auch ins Krankenhaus, ist mit einer Beckenprellung aktuell außer Gefecht gesetzt. Da hofft man natürlich für die USA, dass der auf jeden Fall wieder eine Rolle spielen kann. Aber auch Giovanni Reyna, der bislang noch keine Startelf-Option war, aber natürlich auch ein toller Spieler ist, McKennie. Man kennt viele Spieler hier aus Europa von tollen Vereinen auch. Und da muss ich sagen, hat die USA neben ihrer Mentalität und ihrer Fitness auch mittlerweile einfach auch gute Fußballer. Von der Qualität reicht es wahrscheinlich nicht an die Qualität von den Niederlanden. Aber dennoch könnten sie natürlich zum Stolperstein werden. Ich glaube allerdings nicht dran. Okay, dann haben wir das doch so zusammengefasst. Christian Pulisic, die Personalie haben wir thematisiert. Man weiß nicht, ob er jetzt spielen kann oder nicht. Aber auch Matt Turner ist ja vielleicht ein Faktor. Hier haben wir Pulisic zunächst, der das Tor erzielt hat mit allem, was ging. Und Matt Turner ist auch ein Faktor bei den US-Amerikanern. Denn der strahlt schon auch Sicherheit aus und ja, ist durchaus eine positive Überraschung. Übrigens werden wir das Ganze natürlich auch mit Eric Wynalda noch einmal thematisieren. Und das ganz große Thema in diesem Spiel, das ist Gakpo. Ja, das ist der Liebling von Marcello. Drei Tore, eins mit dem Kopf, eins mit rechts, eins mit links. Also zu Gakpo müssen wir Marcello hören. Ja, Carsten, du weißt ja, Cody Gakpo, dass ich mir ein Trikot von ihm wünsche, von dir zu Weihnachten. Auch Ja. bitte selbst verpackt. Also das erhoffe ich mir mittlerweile schon von dir. Du weißt, wir haben sehr, sehr viele Zeugen. Jetzt hat es auch Julia gehört, Guido hat es gehört. Das heißt, langsam wird der Druck auch ein bisschen größer für dich. Ja, ich will nur einfach noch zwei, drei Fakten reinwerfen. Der erste Fakt, was Holland angeht, Holland ist seit 19 WM-Spielen gegen nicht-europäische Nationen ungeschlagen. Seit 19 WM-Spielen wirklich gegen nicht-europäische Nationen ungeschlagen. Jetzt geht es eben wieder gegen eine Mannschaft, die nicht aus Europa kommt, mit den USA. Und dennoch glaube ich, auch wenn ich natürlich bei Holland bin im Endeffekt, dass es zumindest eine sehr ausgeglichene, umkämpfte, intensive erste Halbzeit geben wird. Ja, beide Mannschaften in einem K.O.-Spielen werden jetzt nicht sonderlich ins Risiko gehen. Van Gaal ist einfach auch ein Taktikfuchs, ein Trainerfuchs. Der wird jetzt auch nicht seine Mannschaft ja, so offensiv aufstellen, dass sie vielleicht einen Konter läuft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass als mein erster Tipp zu diesem Spiel, ja, dass es zur Halbzeit noch 0:0 steht. Dass die Quote liegt bei 2,37, erste Halbzeit 0:0. Könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und den zweiten Fakt, der sich auf die USA bezieht, der lautet, die USA hat keines der letzten 11 WM-Spiele gegen europäische Nationen gewonnen. Ja, also eigentlich komplett umgekehrt zu dem, was Holland vorzuweisen hat. Deswegen auch rein statistisch muss man die Favoritenrolle auf jeden Fall an Oranje abgeben. Und ja, mein letzter Tipp schon zu diesem Spiel. Ich werde zu jedem Spiel jetzt im Achtelfinale zwei Tipps nennen. Ja, mit dem Hinweis natürlich, dass wir in den Live-Shows, also Samstagmorgen 9 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr, das vielleicht als Hinweis, wir werden jetzt um 9 Uhr live gehen mit euch gemeinsam, werden wir vier, fünf, sechs Tipps heraussuchen. Deswegen, wenn euch das nicht reicht, was wir heute machen, dann auf jeden Fall gerne einschalten, Abo dalassen, dann verpasst ihr auch nichts von unseren Live-Sendungen. Und mein endgültiger Tipp zu dieser Partie, der lautet: Holland kommt weiter und es fallen maximal drei Spiele, drei Tore im regulären Spielverlauf, also nach 90 Minuten. Verlängerung ist da rausgerechnet, Elfmeterschießen sowieso. Und dennoch sage ich, Holland kommt weiter. Da ist das Verlängerung und Elfmeterschießen natürlich mit einbezogen, aber bei den Toren nicht. Und für diese kombinierte Wette gäbe es eine sehr attraktive 1,80 in meinen Augen. Die ganz große Personalie, eine der ganz großen Personalien ist bei Argentinien natürlich Lionel Messi. Argentinien spielt gegen den krassen Außenseiter Australien. Und die Frage ist, die immer wieder die Gemüter erregt, schafft es jetzt Lionel Messi, sein Team zu führen zum großen Titel?
Er ist auf jeden Fall jetzt in einer besseren Form wie vor der WM. Er ist einer, der auch sich unheimlich viel bewegt und den Ball fordert und auch sein technisches Rüstzeug. Rüstzeug genau, wieder hat. Und er kann Argentinien sehr weit führen. Ich meine, jetzt Australien wird für mich kein Stolperstein. Für die Argentinier später ab Viertelfinale ist jeder Gegner stark und da ist jede Mannschaft absolut top und da ist eigentlich auch egal, welchen Stamm man hat, ab Viertelfinale, wer im Viertelfinale steht, ist in einer Top-Verfassung und da ist es wirklich dann egal, wer der Gegner ist. Also von mir, von meiner Seite aus, Lionel Messi ist einer der aus meiner Sicht jetzt wirklich das nochmal wissen möchte und wirklich ganz eine sehr gute Verfassung ist, auch wenn er einen Elfmeter verschossen hat oder ist. Er ist aber einer, der die Mannschaft führt und das spürt man und sieht man auch. Okay, eure Lass mich Meinung zum Thema das, Messi. ja. Du darfst natürlich, Marcello, du darfst immer, nur kurz auch der Hinweis, auch die Meinungen von euch interessieren uns zu Lionel Messi. Marcello? Genau, lass mich da kurz quotentechnisch reingehen. Lionel Messi, also vielleicht nochmal allgemein die Quoten. Argentinien kommt weiter. Das verdeutlicht nochmal die klare Favoritenrolle der Gauchos. Eine 1,08, dass sie weiterkommen. Sollte Australien den Sprung ins Viertelfinale schaffen, gibt es eine 8,0. Das heißt, da lassen die Buchmacher gar keine zwei Meinungen gelten, wer hier der klare Favorit ist, der glasklare Favorit. Dann vielleicht ein Fakt zu Messi. Ja, habt ihr sicherlich auf dem Schirm, aber alle 8 WM-Tore, übrigens genauso viele WM-Tore wie Diego Maradona, alle 8 dieser WM-Tore hat Lionel Messi in der Vorrunde, in der Gruppenphase erzielt. Er hat noch nie in einem K.O.-Spiel getroffen. Das als interessanter Fakt am Rande. Und deswegen auch meine Frage an dich, Julia. Du hast ja Lionel Messi als Torschützenkönig auserkoren vor der Weltmeisterschaft für Argentinien. Glaubst du denn, dass Lionel Messi diesen Fluch, anders kann man es ja nicht nennen, jetzt tatsächlich durchbrechen wird? Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich Lionel Messi zu meinem Torschützen ernannt habe, zu meinem potenziellen Torschützenkönig, dachte ich auch, er trifft die Elfmeter, aber das glaube ich, den Bann wird er noch brechen, er hat die Elfmeter oder holt sie ja häufig auch selbst raus und will sie dann natürlich auch verwandeln. Ich glaube fest an Lionel Messi, was Guido auch eben gesagt hat, er ist in einer sehr guten Form. Ich glaube, Argentinien hat sich generell in dieses Turnier gut reingespielt, sind deutlich stärker geworden vom ersten bis zum dritten Gruppenspiel und haben gerade eben auch in der ersten Halbzeit zuletzt im letzten Vorrundenspiel gegen Polen gezeigt, wie guten Fußball sie auch einfach spielen können und zu was sie in der Lage sind. Und ich glaube, viele Aktionen werden eben auch über Lionel Messi eingeleitet. Die Mannschaft spielt für ihn, er ist aber auch unendlich fleißig. Er bringt sich immer wieder in gute Halbräume, versucht sie immer wieder die Bälle abzuholen. Und der wird ja fast in jeder Situation gedoppelt. Und das ist schon eine Stärke von ihm, wie mental stark er da auch einfach immer ist. Stabil im Geiste und hat einfach im Moment auch ja noch nicht das ganz finale Glück am Fuß, aber ist, glaube ich, trotzdem unheimlich wichtig für die Mannschaft. Und man hat auch das Gefühl, die Mannschaft will es auch unbedingt für ihn nochmal wissen und nochmal zeigen und noch weit kommen in diesem Turnier. Okay, ich möchte auch in diesem Zusammenhang den Trainer der Argentinier, Scaloni, nochmal erwähnen, denn man hat ja schon auch eine Entwicklung gesehen. Man hat gesehen, Argentinien wird besser. Das haben wir ja hier alle auch festgestellt. Ja, haben wir noch Zahlen? Haben wir noch Fakten? Ich glaube, Marcello, kann mit Sicherheit noch was Bereicherndes hinzufügen. Ja, also ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, war Scaloni sogar 2006 bei der Weltmeisterschaft im Kader gemeinsam mit Lionel Messi. Also das ist auch ein einmaliges Beispiel, dass der Trainer irgendwann mal den eigenen Spieler trainiert, den eigenen Mitspieler trainiert. Das vielleicht noch als Hinweis. Dann haben wir natürlich einen Angel Di Maria, der bislang, ja, es wird ihm immer so ein bisschen vorgeworfen, auch in der italienischen Liga, dass er sich eigentlich nur für die argentinische Nationalmannschaft schont, um dort richtig Gas zu geben. Ich finde, er spielt einen guten Part, aber das ist leider noch zu ineffektiv, was er macht im letzten Drittel. Deswegen auch von ihm muss ein bisschen mehr kommen. Stattdessen haben wir einen McAllister, der überraschend gut funktioniert, einen Enzo Fernandes, der sehr, sehr gut funktioniert, der jetzt auch schon mit mehreren Top-Fans in Verbindung gebracht wird. Das sind alles Themen, die wir dann gerne auch noch in der Live-Show ausführlicher behandeln können. Aber lass mich noch eine Quote nennen, die erste Quote nennen. Ich sage auch hier, es werden mehr Tore in der zweiten Halbzeit fallen. Mehr Tore in der zweiten Halbzeit, da liegt die Quote momentan bei 2,05. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass ja,
Argentinien 4 der 5 Turniertore erst nach der 45. Minute geschossen hat. Und man hat es auch zuletzt gesehen gegen Polen. Auch da fielen die Tore erst in der zweiten Halbzeit, gegen Mexiko ebenfalls. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich Australien eine Halbzeit lang gut verkauft, gut Paroli bietet, den eigenen Mannschaftsbus vor dem Tor erfolgreich parkt. Aber dann im zweiten Durchgang werden die Scheiben eingeschossen. Okay, und es ist natürlich das größte Spiel in der Geschichte der australischen Nationalmannschaft, was Fußball betrifft, also die Socceroos gegen Argentinien. Das ist ein richtiges Highlight mit Mitchell Duke, ja, der nun wirklich limitiert ist, wir haben es schon mal erwähnt, spielt in der zweiten japanischen Liga aktuell. Egal, der haut das rein, was reinzuhauen ist. Absolut. Genau. Die Australier, die kommen vom Teamgeist, vom Teamspirit und hauen das rein, was sie können. Aber es wird nicht reichen, das für Argentinien. Aber erste Halbzeit wahrscheinlich mit ihrer körperlichen Fitness werden sie schon dagegen halten. Und ich denke auch, umso länger das Spiel dauert, umso überlegener und deutlicher wird der Sieg der Argentinier sein. Gut. Marcello, schließen wir dieses Spiel nicht ab, ohne den Keeper der Australier nochmal auch zu würdigen. Ja, das ist ja auch einer, der bislang gut performt hat. Ja, könnte ein Faktor werden. Matthew Ryan, auch ein Torhüter vom internationalen Format, hat auch lange in Brügge unter anderem gespielt, Premier League auch schon gespielt, deswegen auf ihn können sie sich ein Stück weit verlassen. Aber Australien steht erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer WM-Endrunde in der K.O.-Runde. Ja, also deswegen, du hast schon völlig richtig gesagt, es ist das wichtigste Spiel der Verbandsgeschichte für Australien, das auf jeden Fall. Sie haben nichts mehr zu verlieren, das ist auch ganz klar, wenn man gesehen hat, wie sie sich gefreut haben nach dem Einzug ins Achtelfinale, dann weiß man, dass sie völlig befreit aufspielen kann, diese Mannschaft. Deswegen, ich glaube an eine ausgeglichene erste Halbzeit im Sinne von des Ergebnisses, also Argentinien wird natürlich deutlich mehr Ballbesitz haben, aber im Endeffekt sage ich, und das ist auch mein letzter Tipp zu diesem Spiel, Sieg Argentinien und unter 3,5 Tore. Also Argentinien gewinnt 1-0, 2-0 oder 3-0. Das sind quasi die drei Tipps, die für mich hier in Frage kommen. Dass Australien trifft, glaube ich nicht. Und Argentinien wird jetzt auch nicht das Pulver verschießen wollen. Deswegen glaube ich so an einen soliden, souveränen Favoritensieg. Das Thema beim nächsten Spiel, beim nächsten Achtelfinale ist Kylian Mbappé. Also wenn Messi bei Argentinien die Figur ist, die alles überstrahlt, dann ist es bei Frankreich Kylian Mbappé. Und ich denke mal, Deschamps wird ihn auch nicht schonen wie beim letzten Spiel, sondern der wird von Beginn an dabei sein. Julia, Mbappé für mich mit einer guten WM bis hierhin. Und ich denke, er ist auch entscheidender als Messi bei Argentinien, weil er einfach diesen Antritt hat, weil er auch die Tore zuverlässig schießt. Ja, man fragt sich bei Kylian Mbappé so ein bisschen, wo die Entwicklung eigentlich noch hingehen soll. Ich habe ihn letztes Jahr mal beim Nations-Finale gesehen und Halbfinale in Italien. Und allein wenn man ihn sieht, wie er sich warm macht und welche Antrittsschnelligkeit, die du eben erwähnt hast, hat, da muss man sagen, spielt er fast in der eigenen Liga. Also das ist was, was, glaube ich, mit zu seiner größten Stärke zählt, aber er ist eben auch, die Engländer sagen, clinical, also wirklich eiskalt vorm Tor. Er macht die Tore rein, er arbeitet sich unheimlich viel Torchancen auch selbst. Also es ist ja auch immer eine Qualität für einen Stürmer, immer wieder in diese gefährlichen Torraumszenen, Situationen zu kommen. Und all das hat Kylian Mbappé, ist unheimlich technisch auch noch versiert. Bereicherung absolut für die Mannschaft. Man hat gesehen, wie er auch einfach fehlt, wenn er mal nicht spielt. Er ist in dieser Ausnahmemannschaft immer noch der Ausnahmekönner bei Frankreich und wird natürlich wieder spielen. Du hast es angesprochen, viele Wechsel gegeben im letzten Gruppenspiel bei Frankreich. Ich glaube, insgesamt 9, hat einen kleinen Bruch gebracht, was jetzt nicht an der Spielerqualität und nur lag, sondern auch, dass die Mannschaft nicht eingespielt war. Aber ich glaube, ab jetzt wird wieder die Stammelf auflaufen. Sie hatten jetzt 7, 8 Tage Zeit, sich zu erholen, die eigentliche erste Elf, und Kylian Mbappé wird auch wieder alle Körner haben, um wieder groß aufspielen zu können. Guido, schafft Lewandowski und Polen die Überraschung? Also ich meine, Mbappé, Ausnahmespieler, aber Lewandowski natürlich auch einer, der über Jahrzehnte jetzt gezeigt hat, was er drauf hat. Absolut, aber Mbappé wird die nächsten Jahre dominieren und den Fußball
unheimlich präsent sein. Er wird der Superstar in den nächsten Jahren aus meiner Sicht. Und Lewandowski hat natürlich das große Problem, dass er das komplette Team nicht so gut ist. Er muss selber immer wieder die Bälle holen, er muss selber versuchen, quasi fast Vorlage geben und Tor erzielen. Also von daher gegen die Franzosen wird der Lewa leider auch nicht sich durchsetzen können, weil die französische Mannschaft auch sehr stabil in der Defensive steht. Spielen sich diese Argumente von Julia und von Guido, spiegeln die sich auch in Zahlen, Marcello? Ja, die spiegeln sich natürlich auch in den Quoten wieder. Wir haben eine 1,11, dass Frankreich in die nächste Runde einzieht, also eine sehr geringe Quote. Wir haben eine 6,50, dass Polen weiterkommt, die Überraschung schafft. Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, unter anderem auch, und das ist vielleicht wichtig, über Frankreich zu wissen. Frankreich hat keines der letzten 7 Länderspiele gegen Polen verloren, wettbewerbsübergreifend. Ja, das kann man jetzt natürlich wieder ein Stück weit in Richtung Historie abstempeln, aber es macht natürlich schon was mit den Spielern, wenn sie auch schon das Gefühl haben, oh, wir haben diese Mannschaft schon gefühlt in unserer Generation noch nie geschlagen. Bei Polen müssen wir zudem wissen, sie haben bislang erst 5 Schüsse aufs Tor abgegeben. Also das, was Guido gesagt hat, völlig richtig. Ja, Lewandowski muss eigentlich alles allein machen. Sie haben zudem noch einen guten Torhüter mit Szczęsny, ja, der schon 2 Elfmeter gehalten hat, der erste Torhüter tatsächlich werden könnte, der 3 Elfmeter bei einer Weltmeisterschaft hält. Übrigens, solche Informationen, Fun Facts, sage ich mal, oder allgemeine Fakten, bekommt ihr auch bei Wusstet ihr das? Deswegen einfach mal Abo dalassen, dann seht ihr alles, was wir für euch leisten. Ja, auch andere Formate auf YouTube. Deswegen da auf jeden Fall mein Appell an euch. Bleibt da dran, seid gerne mit uns live dabei, auch wenn wir weiter über die WM diskutieren. Und ja, meine Tipps, Carsten, der erste Tipp ist Sieg Frankreich zu 0. Ich sage, Polen wird kein Tor schießen, also eine 1,83, dass Frankreich das Spiel ohne Gegentor gewinnt. Und mein zweiter Tipp ist 1,86, Sieg Frankreich und unter 3,5, also maximal 3 Treffer im Spielverlauf, ähnlich wie Argentinien eben. Das ist mein zweiter Tipp, dass eben auch das Spiel 1-0, 2-0, 3-0 ausgeht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, Carsten, ist, dass du zumindest auf den ersten 12,5 Dezimetern vielleicht genauso schnell bist wie Kylian Mbappé. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Können wir übrigens auch mal testen mit einer Lichtschranke. Ja, ist mal ein Projekt. Der Sieger dieses Spiels, der wird dann gegen den Sieger von England gegen Senegal spielen. England, ja, die sind überzeugend ins Turnier gestartet mit diesem 6 zu 2. Dann wurde es ein bisschen weniger und nach wie vor wird Gareth Southgate thematisiert, also seine Leistung als Coach. Julia, kannst du das nachvollziehen, dass der kritisiert wird? Ja und nein, ja, weil ich selbst in England gespielt habe und einfach auch die Medienwelt in England kennengelernt habe. Und man denkt ja immer, die Deutschen sind kritisch. Dann muss man sich vielleicht mal auch in Spanien und in Italien umhören. Aber vor allem die Engländer auch eben mal hören. Und da ist ungefähr jeder, der nur im Entferntesten schon mal was mit dem Fußball zu tun hatte, irgendwo Experte und gibt immer wieder einen Kommentar ab. Und ich glaube, die englische Medienwelt inklusive aller Experten ist sehr, sehr kritisch und man kann es, glaube ich, fast nicht richtig machen. Ich glaube, selbst ein David Beckham hätte es sehr, sehr schwer, die englische Mannschaft zu trainieren, als Ikone, als absoluter Fußballgott in England. Aber ich glaube, Gareth Southgate hat einen sehr, sehr schwierigen Job, weil er einfach unfassbare Qualität in dieser Mannschaft hat. Und es reicht eben nicht, einfach nur gute Spieler auf den Platz zu stellen. Du musst sie zu einer Mannschaft formen und die Mannschaft muss auch funktionieren. Wer sich erlauben kann, den Jadon Sancho nicht mitzunehmen in seinen Kader, ich glaube, spricht für sich selbst, spricht für die Qualität von England. Aber du hast natürlich unheimlich viel Qualität und England hat 9 zu 0 Tore in dieser Vorrunde geschossen. Man fragt sich so ein bisschen, was wollen die Engländer eigentlich? Also, was will die englische Medienlandschaft eigentlich gerade vom Trainer, weil sie sehr, sehr Naja, souverän ist zwei durch die. Gegentore haben sie schon gefangen. Ja, gut, dann habe ich die unterschlagen, aber dann hat man trotzdem eben gesehen, dass England einfach unheimlich viel nach vorne auslösen kann und dass sie eine unheimlich große Offensivpower hat. Und ich glaube, 6 Tore beim Auftaktspiel direkt erstmal zu schießen, ist genau gegen Iran haben sie die noch gefangen, ist schon mal eine Leistung, ist ein Ausrufezeichen. Kurzer Wackler gegen die USA und danach kamen sie eben doch auch wieder zurück. Und da muss man sagen, sind sie eigentlich schon voll im Soll, haben jetzt gegen den Senegal natürlich eine schwere Aufgabe. Afrikanische Mannschaften sehr physisch stark. Ein bisschen unerwartet immer, was alles passieren kann, aber ich glaube, England ist im Moment voll im Soll, hat eine erfolgreiche EM gespielt und ist, glaube ich, bei dieser WM auch wieder
noch weit traue ich ihnen zu, in diesem Turnier auch zu kommen. Jadon Sancho hat Gareth Southgate nicht mitgenommen. Foden hat er mitgenommen, aber der hat noch nicht gezündet. Der hat noch nicht gezündet. Verstehst du das? Es ist schwer nachzuvollziehen, aber ich glaube, jeder Trainer hat so seine eigenen Gedanken, seine eigenen Ideen. Und die Engländer haben natürlich auch ein ganz, ganz großes Portfolio an sehr guten Spielern. Und da muss man sich entscheiden. Und ich denke auch, dass Southgate ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er hat auch die U-Mannschaften ja trainiert von den Engländern vorher. Und von daher bin ich eigentlich überzeugt davon, dass er ein sehr guter Trainer ist und der die Engländer jetzt auf jeden Fall ins Viertelfinale führen wird. Dann wird es natürlich wieder neu gemischt. Dann kommen die ganz großen Kaliber. Fragen wir doch mal einen anderen Trainer zu seiner Meinung. Marcello. Ja, zunächst erstmal der Hinweis, wenn ihr andere Meinungen habt, dann natürlich immer gerne Kommentare gesehen unter den jeweiligen Videos. Wir beantworten die auch sehr gerne. Und wenn ihr vor allen Dingen auch andere Tipps mal abgeben wollt, dann empfehlen wir den Wettbasis-WM-Predictor. Denn auch Guido, Julia, Carsten, ich, wir haben alle mitgemacht beim Wettbasis-WM-Predictor. Momentan Julia von uns vier ganz vorne. Guido hat mich jetzt mit ein, zwei Punkten Unterschied überholt. Ja, Guido, Frauenpower. Frauenpower war mir von vornherein klar. Ja. Also, keine Chance. Carsten, mir war eigentlich nur klar, dass du bei ganz... Guido ist Gentleman, der macht das extra. Ja. Ja. Genau. Danke, Guido. Carsten, mir war klar, dass du ganz am Ende sein wirst. Aber was ich sagen will, ganz einfach, ihr könnt jetzt auch noch teilnehmen. Das heißt, jetzt gerade, wenn ihr dieses Video seht, ist es noch nicht zu spät. Ja, ihr könnt auf jeden Fall noch teilnehmen für das Achtelfinale, für das Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wir haben für jede Runde eine unterschiedliche Challenge. Ja, 6 Spiele, die ihr tippen müsst. Over, Under, Eckenverhältnisse. Deswegen da Wettbasis-WM-Predictor. Gerne anmelden, nur mit eurer E-Mail-Adresse. Es gibt keinen Einsatz, also ihr müsst kein Geld einsetzen und könnt trotzdem Geld gewinnen. Also besser geht's gar nicht. Deswegen da mein Appell an euch, auf jeden Fall gerne teilnehmen. Ja, und dann natürlich noch ein interessanter Fakt, was die Engländer angeht, denn England hat bei einer Weltmeisterschaft tatsächlich noch nie gegen ein afrikanisches Team verloren. Ja, und die Buchmacher gehen davon aus, dass das auch diesmal so sein wird. Wir haben als Quoten, England kommt weiter, eine 1,22 und wir haben Senegal eine 4,33. Das heißt auch hier eine klare Favoritenrolle zugunsten der Three Lions. Was ich noch sagen möchte, neben Phil Foden gibt es natürlich auch einen Marcus Rashford noch, den man thematisieren kann. Das werden wir dann am Samstag tun, ab 9 Uhr in unserer Live-Show. Und Harry Kane natürlich. Harry Kane bislang 3 Vorlagen gegeben, noch kein einziges Tor erzielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er diesmal zum ersten Mal treffen wird. 2,25 ist die Quote, dass Harry Kane gegen den Senegal ein Tor erzielt. Das ist wirklich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und bei Senegal haben wir eine interessante, wichtige Personalie, denn Idrissa Gana Gueye, ja, der vielleicht meiner Meinung nach wichtigste Mittelfeldspieler, der Sechser, der viel abräumt, der viel läuft, der auch bei PSG schon unter Vertrag stand, der wird gelb gesperrt fehlen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den man beachten muss. Und wenn man dazu noch weiß, dass Senegal in den letzten 10 WM-Spielen immer mindestens ein Gegentor kassiert hat, dann ist, denke ich, auch klar, wohin hier mein Tipp geht. Hinzu kommt natürlich, dass Senegal in den letzten 10 WM-Spielen immer mindestens einen Gegentreffer kassiert hat. Ja, und wenn man jetzt diese beiden Fakten miteinander verbindet und auch schlussfolgert dann zu einem Tipp, dann würde ich sagen, tatsächlich, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Ja, also es gibt eine sehr hohe 2,37er-Quote, hat auf jeden Fall Value. Und ich sage, England muss nicht unbedingt zu Null spielen, auch wenn sie jetzt gegen die USA, gegen Wales jeweils zu Null gespielt haben, traue ich Senegal hier ein Tor zu. England sowieso. Und deswegen könnte ich mir hier vorstellen, tatsächlich, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Übrigens, das vielleicht noch zum Schluss. Solche Tipps von mir und auch von meinen Kollegen in der Wettbasis-Redaktion, die bekommt ihr über unseren Newsletter. Wettbasis-Newsletter, einfach mit eurer E-Mail-Adresse anmelden, kostet auch gar nichts. Dann bekommt ihr regelmäßig super Tipps von uns, könnt euch gerne weiter informieren. Und deswegen einfach mal auf unsere Seite gehen, wettbasis.com, meldet euch an und seid dann immer auf dem neuesten Stand, was die Wettbasis angeht. So, und zum Schluss dieser Special-Sendung von uns. Eine Frage in die Runde, kurz und knappe Antwort. Wer sieht wo Überraschungspotenzial in diesen 4 Achtelfinalbegegnungen? Also nur kurz sagen, wo er glaubt, dass eine Überraschung passieren kann. Julia?
Ich glaube, wenn ich mir gerade eben auch Argentinien, Dänemark anschaue, da nicht. Maximal Niederlande, USA. Ich bin noch nicht so überzeugt von der Niederlande, auch sorry, Marcello. Frankreich, da passiert nichts, die gehen weiter und für mich geht auch England weiter. Deswegen maximal stolpert die Niederlande. Okay, Guido. Da bin ich ganz bei der Julia. Also bei allen anderen Spielen sind für mich ganz klar, dass die Favoriten gewinnen werden und die Niederlande am ehesten noch, aber ich traue den USA auch nicht zu, dass sie die Niederlande schlagen können. Also eigentlich lauter Favoritensiege für mich. Lauter Favoritensiege. Ja, Julia tut es Marcello ein bisschen weh, aber der hat jetzt noch mal eine letzte Ansage, nämlich mit der Übersicht über Ja. die Quoten. Genau, bevor ich das sage, natürlich auch meine Meinung. Holland geht durch, Argentinien wird durchgehen nach einer etwas ja, problematischen ersten Halbzeit, sage ich mal, wo es vielleicht noch 0-0 stehen wird. Frankreich wird sich auch ein bisschen in Geduld üben müssen gegen den Mannschaftsbus aus Polen. Und für mich Überraschungspotenzial tatsächlich England gegen Senegal. Da würde ich sogar vielleicht mal einen kleinen Tipp Richtung Senegal wagen. Da könnte ich mir vorstellen, dass was passiert. Und jetzt meine Übersicht, meine vier Tipps. Holland, USA, wie ich gesagt habe, Holland kommt weiter und maximal drei Tore nach 90 Minuten. Da haben wir eine 1,80 als Quote. Wir haben bei Argentinien gegen Australien den Sieg von Argentinien ebenfalls mit maximal drei Toren im Spielverlauf, also nach 90 Minuten nach der regulären Spielzeit. Frankreich, Polen, genau der gleiche Tipp. Sieg Frankreich in unter 3,5. Carsten, du siehst, es geht heute alles in eine relativ ähnliche Richtung. Ich glaube auch Ja, überall und übrigens auch die eine zu identische 0 Sieg. Quote 1,86. Genau, 1,86 und wir haben England-Senegal, Überraschungspotenzial und für mich beide Mannschaften, die treffen. Ja, vielleicht ein paar Tore mehr, als wir jetzt noch erwarten, aber beide treffen zu einer hohen Quote, zu der höchsten Quote des Tages von 2,37. So, wunderbar. Ich bedanke mich bei der Viererbande, einschließlich meiner Person hier, zu diesem Achtelfinal-Special und der Hinweis, auch für die anderen Achtelfinalbegegnungen werden wir ein Spezialvideo aufnehmen. Also, viel Spaß im weiteren Verlauf unserer YouTube-Beiträge. Bis dahin.